reingeht, vergesst den Schauspieler von links, vergesst die ganze Szene, die gehen. Was mir nicht so ganz einleuchtet, wofür brauchen Sie eigentlich Schauspieler aus Deutschland? Das ist eine Idee von dem Regisseur. Alles muss original sein. Und deshalb brauchen wir ein paar deutsche Männer für das Fußballteam und ein paar Girls. Sie machen dann die Spielefrauen. Ach so, in der Story nehmen die Fußballer ihre Frauen mit nach Amerika. Korrekt. Fast wie im richtigen Leben. Bei unserer Mannschaft, Frauen spielen nicht so eine große Rolle wie in Real Life. Sie sind dabei und müssen ihre Männer anfeuern im Stadion. Natürlich in Deutsch. Ach so, deshalb. Ja, und die Hauptrolle? Spielt Tom Cruise wirklich mit? Tom Cruise? Unmöglich. Aber wir sind auch in Verhandlungen mit Brad Pitt. Hey, wow. Sie kennen ihn? Klar, ein vertrauter Feind war ich zweimal. Ich finde ihn toll. Na, vielleicht lernen Sie ihn bald persönlich kennen. Oh, das wäre ja irre. Ihren Vertrag habe ich schon dabei. Wenn Sie wollen, Sie brauchen nur noch zu unterschreiben. Heißt es, ich bin engagiert? Oh, sprich nichts dagegen. Allerdings müssen wir vorher noch reden über ein paar Conditions, Bedingungen. Ja, Sie haben mir noch gar nichts über die Gage gesagt. Oh, habe ich nicht? Sorry, $100 sind bei uns üblich. 170 Mark, fast wie bei uns. Ich dachte, die Tagesgagen sind viel höher in Hollywood. Wieso Tagesgagen? No. Ich meinte $100 per hour. Pro Stunde? Und wie viele Stunden hat ein Drehtag bei Ihnen? Mindestens 8. $800 am Tag, das klingt schon viel besser. Und wie viele Drehtage sind's? Ich denke, 10 in den Staaten und 3 hier noch in Deutschland, also 13 Tage. Hey, das ist ja super, über $10,000. Ich darf gar nicht daran denken, wie viel D-Mark das sind. Etwas über 17.000. Oh, ich glaube, ich träume. Allerdings müssen Sie einige Ausgaben selbst bezahlen. Ja klar, Hotel und so. Nein. Hotel und Flug zahlt die Paramount. Aber Sie brauchen eine Arbeitserlaubnis für die Staaten. Für die 10 Tage? Ja, die Behörden sind sehr streng. Sie brauchen eine Green Card, dann brauchen Sie eine Acting License und Sie müssen in die Actors Guild Association eintreten, in die Schauspielergewerkschaft. Du lieber Himmel. So sehen die US-Gesetze. Bevor die Formalitäten nicht erledigt sind, wir können Ihnen nicht zuschicken das Ticket. Und wie soll das funktionieren? Wo muss ich denn das alles beantragen? Bei der amerikanischen Botschaft? No, direct in America. Wir haben da einen Rechtsanwalt und der erledigt alles für Sie. Dafür brauchen wir aber eine Vormacht. Kann er haben. Wir haben hier bereits eine ausgefüllt für Sie. Sie brauchen nur noch unterschreiben. Sie haben aber auch an alles gedacht. Wir sind sehr interessiert an einem schnellen und reibungslosen Ablauf. Können Sie Englisch oder soll ich für Sie übersetzen? Nein, mit meinem Schulenglisch steige ich da schon durch. Und auf den Rechtsanwalt kann ich mich verlassen? Ja, natürlich. Aber diese Formalitäten kosten eine Kleinigkeit. Und die Paramount zahlt es leider nicht. Wie viel? Das sind $500 für den Rechtsanwalt und 525 für die Papiere. Und dann eben noch den Beitrag für die Gewerkschaft. $1,025. Oh, ganz schön happig. Formalitäten zu besorgen ist sehr teuer in Amerika. In D-Mark, das sind 1.800. Ich müsste das Geld morgen mitnehmen, wenn ich zurückfliege in die States. Was? Kann ich das nicht überweisen? Es dauert zu lange und der Rechtsanwalt will Cash. Und wenn er kein Geld hat, dann erarbeitet nichts. Ja, aber so viel habe ich doch überhaupt nicht bei mir. No problem. Sie unterschreiben den Vertrag und die Vollmacht. Und dann gehen Sie morgen zu Ihrer Bank und holen sich das Geld. Und dann? Dann bringen Sie es mir ins Hotel, okay? Ja, das ginge. Morgen habe ich noch nichts vor. Hier auf der Rückseite steht meine Adresse. Mhm, danke. Roswitha Balke hat dem Mann am nächsten Tag tatsächlich 1800 Mal